so. Zusätzliche Inhalte werden gesucht. Ah, das mache ich auch jedes Mal beim Essen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Reihe erstmal. Assassin's Creed Odyssey, das hat bestimmt noch nie jemand gehört von, so unbekannt wie das Spiel ist. Aber es ist ein neuer... Nein, es ist kein neuer Teil, es gibt ja schon den nächsten. Von der absolut unbekannten Assassin's Creed-Reihe. Ich gucke noch gerade nochmal die Grafikeinstellung nach. Und das ist eben mein erstes Spiel seit dem Reboot im Grunde genommen. Ich habe eigentlich nur bis Black Flag gespielt, danach kein einziges mehr, weil danach wird es mir zu doof. Und Black Flag war eigentlich auch so ziemlich der Höhepunkt. Was macht meine Katze da? Okay. Das brauche ich nicht. Ja, ich habe schon mal kurz angefangen zu spielen, aber ich mag den männlichen Charakter nicht. Darum fangen wir jetzt mal mit dem weiblichen an. Und das Besondere an der neuen Reihe ist halt, dass das mehr so ein Witcher-Klon im Grunde genommen ist. Mal gespannt, wie gut mir das gefällt. War Origins habe ich bis jetzt noch nicht so. Habe ich nur mal am freien Wochenende gespielt. Hat mir aber echt ganz gut gefallen. War nur stellenweise ein bisschen verwirrend. We are ready, my king. Tell me, Venekis. Have you ever gone fishing with your son? No, never. A soldier's life is all I've had the honor to know. I would have liked to have gone fishing with my son. But now... Let us meet our fate, shall we? Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. Ja, ich hab deutsche Untertitel an. Ich kann's auch noch umstellen. To make slaves of us all. I have a better idea. I say we drench the gods with their blood. What say you, Spartans? For our sons! For our daughters! For Sparta! Ich sehe schon, die spartanischen Krieger sind sehr sprachgewandt. Ein spannender Ladebildschirm. Schild braucht er nicht mehr. Ich hab nicht auf Pause gedrückt, Spiel. RB für einen leichten Angriff. Okay. Ich spiele das mit Controller, ich spiele nicht so viel. Mit Controller bin ich darin meistens ziemlich schlecht. Was war denn hier nochmal LB, wie man sieht? Ah, so. Ach, das ist der leichte Angriff. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Fallen sie wie die Fliegen. Ah, wahrscheinlich muss ich den Kerl mit der Krone da ketten.
Kann ich auch irgendwie passieren? Oh! Der das war noch ein Spartaner, der weggeflogen ist. Den wollte ich ja gar nicht treffen. Das war daneben, Leonidas. Das war der falsche? Das war der richtige. Zweifel, dass das Spiel so leicht bleiben wird. Also, ich hoff's. Das war der falsche. Davon, wenn man so unvorsichtig mit seinem Speer rumwedelt. Steckt mir das Ding schon mal die falschen Leute rein. Ups. Zum Beispiel den eigenen Spartaner. Ach, da hinten muss ich noch einen. Ah, okay. Das riecht nach Bosskampf. Ist die Lautstärke eigentlich okay? Ich glaube, das Spiel ist ein bisschen laut. Ich muss das Spiel leiser machen. Ja, Moment. Bevor ich dich niedermache, muss ich erstmal das Spiel leiser machen. Ja, das bringt meine Grafikkarte auch so langsam an seine Grenzen, das Spiel. So, das sollte hoffentlich leise genug sein. R. Ja, ja. Come, Persian! I will bring Xerxes your head, you insolent Spartan! Ach, RT, das war der falsche RT. Come and get it! Your bloodline ends today! Spartan! I'll get drunk on your blood as the crows feed on your eyes! You will try and you will fail! Xerxes is the king of kings! All will bow before him after I crush you. Ich hab andere gesagt, mit dem König der Könige, da gibt's ganz schön viele von. X muss ich zum Auswählen, Ausweichen drücken. My son is more of a warrior than you. Once I'm done with you, King, all of Sparta's sons will be slaves for Xerxes. Diese Schadenszahlen sind ja so irre hoch. Not so tough without your army to protect you. Then why are you bleeding so much? Ich sollte mal auf anfangen auszuweichen. Der auch. Das tat weh. We are betrayed, my king. Xerxes knows of the path behind the mountain. They are coming. By dawn, he will be completely surrounded. We are Spartans. When are we not? Spartans. That word will mean nothing. Xerxes wipes your bloodline from the face.
Au. Today was a day the Persians will never forget. Tomorrow is a day the world will remember. Das stimmt. Aber der hat das mit dem Maulstopfen auch ein bisschen wörtlich genommen. Finally. Außerdem ist das ja schon wieder die. Wow, this is big, Layla. Do you really think it's the spear? This is the one. Juhu! The book was almost right on top of it. I've never been so lucky in my life. Okay. Okay, let's start her up. Are you sure we can trust this thing? I mean, the book could be... Just out of Victoria. You're the boss, boss. I'll prep it for you. Also diese, die Gegenwarts- oder Zukunftsstory war halt schon drei. Okay, so, in Black Flag schon nicht mehr gut. Up with the tech industry these days. I can crank up the simulation Drei. To maximum sensory synchronization if you're up for it. Spiel ich schwer oder normal? Ich glaube tatsächlich, ich riskiere es mal mit schwer. I want to see everything this baby's got. Go big or go home. That's what I always say. Let me know if it's too intense for you. I can always change the settings later. This bit will let me know how much information will be fed to you during your time in the Animus. Das finde ich ganz cool. Der Erforschungsmodus ist für Spieler wie mich. Marker werden zu ihr, also geführter Modus, traditionelles Spielerlebnis. Für mich ist das eher das moderne Spielerlebnis. Marker werden zu jeder Zeit angezeigt und Questziele erhalte ich automatisch. Und Erforschungsmodus, ein neuer Ansatz. Nein, eigentlich ist es der Ansatz aus den frühen 2000ern. Du musst die Welt selbst erforschen, um Zielpersonen und Questziele aufzudecken. Dies ist das Spielerlebnis, das wir für Assassin's Creed Odyssey vorgesehen haben. Ach, interessant. Auf jeden Fall ist mir das wahrscheinlich lieber. Du musst nicht über mich sorgen. Ich habe das. Ein bisschen Autonomie hat nie jemanden getötet. Zumindest, ich glaube nicht so. Just let me know if you need assistance and I can always add the helpers back in. Listen, Layla, before you go off, if this book is right, this spear, this story, it will change everything. You're putting a lot of faith in a fairly unreliable source. Historian or not, this guy wrote about magical objects and the will of the gods. He's not Homer. Herodotus was the first recorded historian, so there's a lot more truth in that text than you think. I mean, what better way is there of finding Isu artifacts than by trusting in the guy who claimed to meet an actual descendant? I know, but I need you to trust me. You could be right. This spear, this book, it could all be crap. But something tells me it isn't, and I'm certainly not gonna let Abstergo find out first. You're right. We haven't got much to lose anyway. There's just one small problem. What is it? This manuscript is in rough condition, to say the least. The DNA found on the spear has identified two different individuals. You're gonna have to pick which strand of DNA to pursue. The choice is yours. Ich habe ja schon gesagt, wir nehmen Cassandra. Alexis mag ich irgendwie nicht. Alright, boss. We're finally good to go. 431 BCE, here we come. The start of the Peloponnesian War. Hab ich doch. Good luck in there. Ach so. No pressure or anything, but we're all depending on you. Abstergo isn't gonna win this time. If what the book says is true and we do actually find the artifact, the assassins will finally have a chance to rise again. You can do it. Oh, and Victoria? Read the book. It holds the secrets I won't be able to find on my own when I'm in there. Aye, aye, Captain. Plündere dich reich. Gibt's da Waschmaschinen? Der war blöd. Ist auch besser so. Der Nicht-Adler. Thank you.
face! Get down here! Cyclops got a message for you. Tell your boss he can stick it. That's for last week! Malaka! The Cyclops das said you like to an. Act tough, so act tough! Get a little closer, and I will. You should know by now. Ich hatte doch schon ein Tutorial. Achso. Ah, jetzt lerne ich, wie ich pariere, okay. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das in der Antike. Ich weiß es nicht mehr, wie das in der Antike war, sagen wir es mal so. Ah, okay. Also, falls sich jemand von potenziellen späteren Zuschauern wundert, ich rede gerade mit Katja, die schaut noch nebenher und meinte, dass das ein sehr kurzes Kleid für die damalige Zeit war, weil normalerweise bodenlange Kleider für Frauen üblich waren. Ich bin gleich tot, ich trottel. Vor lauter Gelaber. Ach, ich spiele ja auf schwer, da muss ich ja vorsichtiger vorgehen. So. Last week? This shit happens every week. I can't keep doing this. Nah. Thanks for the warning. Ugh. What happened to you? It's nothing, Phoebe. All taken care of now. The Cyclops again, huh? Hasn't he learned his lesson yet? Apparently not. Of course. Help yourself. You hungry too, Icarus? Do you think Zeus would bless me with an ego like he blessed you, Cassandra? Maybe you could ask him for me. Natürlich, ich bin nett. Ich frag Zeus. I'll try to put in a good word for you. Finally. So, what are you doing here? Oh, I almost forgot. Marcos is looking for you. What does that weasel want now? Don't know. He wants you to meet him at his new house. On his vineyard. What? A vineyard? Malaka! It's on the road to Sami. He says wine will make him rich. Since when has he had a vineyard? Yesterday, I think. Ah. So, Marcos, who owes me drachmi, is buying vineyards. With what money? I don't know. Wo liegt das Ding denn? Where can I find Marcus's new beautiful estate? You know the statue of Zeus on Mount Aenos? It's south of that. Ah, okay. Na, well, gucken wir da mal vorbei. I guess I owe Marcos a little visit. Thank you, Phoebe. I'll go tell Marcos you're coming. Oh, die leben ja noch. My head. Entscheidungen haben offensichtliche und verborgene Konsequenzen. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wegen sie, ja, gut ab, aber dass sich manche auf die Story Auswirkungen darauf zu folgen haben. Okay, cool. Ja, ja, haut ab. Fun's over. Tell that one-eyed freak if he ever sends you here again. I'm gonna cut out his other eye and feed it to my bird. I'll see Marcos as soon as I'm dressed. Und sobald mein Controller wieder mag, was ist denn los hier? I'll have to go up top to get dressed. Vielleicht muss ich mal die Akkus aufladen.
Sollte ich wohl tun, weil es geht dann nicht mehr an. Gut, dann wohl die Tastatur. Das fängt gut an. Also immerhin klettern kann man noch. Was ist das? Achso, das habe ich alles eingesammelt, okay. Inventar. Ah, habe ich. Eine Tuka, okay. Und ein Röckchen. Ja, das, man sieht schon, das ist einfach wie ein Rollenspiel hier mit den Werten. Und ein zerbrochener Bogen, der wird mir bestimmt viel helfen, wenn er zerbrochen ist. Quests. So fängt es an. Aber wir sollten Richtung Süden. Spüre das nächste Ziel mit Hilfe von Questhinweisen oben links auf dem Bildschirm auf. Sobald du dich für einen Ort entschieden hast, den du erkunden willst, drücke linke Maustaste, um eine Markierung auf der Karte zu platzieren. Okay. Jetzt auf der Südseite des Berges Enos. Ja, Süden ist dann hier, ne? Ah, so. Gut. Mal gucken, wie es hier mit dem Springen noch ist. Oh nein! Das war schon mal nix. Ja. Das liegt daran, dass ich gerade keinen Controller habe. Na, rennen die Ziegen. Was macht der Ziegenbock hier? Warum rennt der Ziege hinterher? Oh, da pennen die noch. Sieht schon schön aus. Wie ist eigentlich die Lautstärke? Bin ich laut genug in das Spiel auch? Alles gut verständlich. Hallo Icarus. Bewege Icarus mit WASD und die Kamera mit. Versuche den goldenen Kreis zu verkleinern. Hier der Kreis. Ah. Let's see what you've gotten yourself into this time, Marcus. Ich muss wirklich mal nachgucken, ob ich identifizieren kann, welche Vogel das, ah, das hier ist. Ja, könnte schon, von der Musterung her schon ein Adler sein. Es gibt ja kleine Adler, gerade im mediterranen Raum. Schlangenadler und so. Zwergadler. Schlangenadler war gerade, glaube ich, der so in Griechenland und so vorkam. Ich habe euch gerade nicht so im Kopf. Markus Weingut. Da wird der Weingut. Boss, I keep telling you, you can't do that. Why? It's my farm. I can plant what I want. The grapes will die here. All of them. You have to forget what you know about the past, my friend. Together, we will revolutionize winemaking. Believe me, you will look back on this day and... Cassandra, thank the gods! Phoebe found you in time. About grapes? I can still hear you! I was worried sick. The Cyclops sent his scum to find you. I think they mean you harm. I wish you would have told me that before they hit me. But that's beside the point. You bought a vineyard, Marcus? A vineyard? Why not? I like wine, you like wine, everybody likes wine. Everybody buys wine. Why not from me? Weil du keine Ahnung hast von, wie man Wein gut leitet? Ich bin mal ehrlich und sage ihm, was ist. How to grow grapes or make wine?
I'm a fast learner. You grow grapes on the vine, then you get some wine. Yeah. It's that simple, is it? You know me better than to think I don't have a plan. Marcos always has a plan. All right. Then do you have the money you owe me? Do I have the money I owe you? Of course, of course. Well, no, not at the moment. Then get it. Instantly, my friend, instantly. But maybe you should do that. There is a merchant in Sami. I'm not very good at these things, as you know. You want me to collect my own debt? It's just waiting for you in Sami, my friend. Who's the merchant? Doris. You know Doris. He's very nice. Ich sehe schon, das ist ein sehr glaubwürdiger Kaufmann. Dem würde ich glatt mein eigenes Auto abkaufen. Du bist zu nett, so du bist. Doris? How stupid can you get? Stop giving him money. He always pays me back. After I threaten him. Exactly. Everybody benefits. Doris gets his money, I get my interest, and you have work. Kefalonia is wonderful, is it not? Wie soll ich den denn bedrohen? Weil da gibt es ja durchaus unterschiedliche Level von Bedrohungsstufen. How do you want to handle this one? Not like you handled that olive oil business. That was too much. I got the money. And now we'll never get any more from him. If you kill them all, nobody benefits. Threatening them and maybe more. Breaking things, certainly. Steal the money if you have to, but don't rob me of my customers. Unless you can't avoid it, these things happen. Und wo ist er? Where can I find Doris? In a shop in Sami, overlooking the docks. You know this, Cassandra. Will he be there? You mistake me for the Pythia. I couldn't possibly know. Und ich will mein Geld. You better have my money, Marcos. I'd hate to have to sell our vineyard. Of course he will. Oh, after there's another matter I want to discuss with you. After. Fine, but I'm taking a horse. It's too hot and too long a walk to go on foot. But... Think of it as interest, Marcos. Everybody benefits. Of course, my friend. You shall have your pick. Ich sehe schon, wir haben hier mit einem wahren Genie des Kaufmannstums zu tun. Oh, Pferd. I like the look of the one on the right. Ah, the Macedonian. These are bred for battle. A true warrior's horse. Okay. Tell me about this one. The Skyros. You have an eye for sturdy stock, my friend. That horse can cling to mountain passes like a god. Kommt wohl aus Skyrim. The one in the middle. Tell me about it. Ah, you have picked a beauty, my friend. That horse is from Thessalonia, bred for its courage. Ich glaube, ich hätte am liebsten das, was für die Schlachtross Dingens gezüchtet wurde, weil ich glaube, das werde ich am ersten brauchen. I've made my choice. Which one will it be? Aber wenn ich irgendwie mal Zweifel habe, dass das ernsthaft Auswirkungen hat. On the right. Fine choice. But this particular breed has a few quirks that you might not be aware of. I wouldn't want you to take an unworthy horse. Mir gefällt das, aber ich will das. Are you sure? Because I'm sure, Marcos. Everybody benefits, especially you. You've chosen the great Phobos. He's never let me down. Phobos. Remember, meet me at the temple in Sami when you have your money from Doris. Ah, Efterpi. There's plenty of wine left to buy. Don't fret. Not now, you fool. Phoebe's been taken. By who? Dogs of the Cyclops. Who else? Snatched her right off the main road. Tell me where they went. In the direction of Itimena Beach. The beach? Can she swim? I'll get her. Yes, go. But don't forget about dear Doris, Cassandra.
Der Markus ist schon ein ganz lustiger Charakter. Okay. Aber wir müssen ja erstmal gucken. Am Strand hieß es, ne? Zum Banditenlager. Ja, ich geh doch mal hin, wo es markiert ist. Au. Erstmal mitten durchs Wein reiten. Das gibt den Trauben ein ganz neues Aroma. Da war Loot! Und ein Schaf. Das ist kein Schaf. Wie war das nochmal? Ich verblick das mal mit Schafen und Ziegen manchmal nicht. Da gibt es manchmal so ähnliche Arten. Jetzt wollte ich... Ich habe zu viele Witcher gespielt. Ich wollte schon reflexartig die Blume hier mitnehmen. Kann ich die Menschen hier schubsen? Kann ich die auch runterschubsen? Jetzt halt doch mal still hier. Das ist ein wichtiges Experiment. Das muss ich noch was mitnehmen. Ja, der flucht da die ganze Zeit. Aber auch cool, dass sie... ich denke mal, es ist schon das alte Griechisch, was die hier sprechen. Aber da ich mich mit Sprachen nicht auskenne... Ach, der hat... Ja. Cool. Hier geblieben, Phobos. Wollen ja erst die, das Mädel, das kleine Kind hier retten. Und dann... sammle ich erstmal die Schulden ein, weil das ist jetzt gerade definitiv wichtiger. Okay, hier sind eine Menge Quests, die ich schon freigeschalten habe. Ach, ich werde da schon richtig sein. Ansonsten kann ich ja meinen treuen Vogel dabei rufen. Okay, das ist ein großes Loch. Irgendwie hat es mir gerade die Sprache verschlagen. Ella. 50 Meter. Achso, das ist da oben. Da will ich ja nicht hin. Angry Applesauce. What? Okay. Nachrichtentafel. Entdeckter Ort, unentdeckter Ort. Ach, das sind Screenshots von anderen Spielern. Ja gut. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wo jetzt das Banditenlager ist. Ich geh mal da hin. Was ist das hier? Ah, ne. Quest. Söldnerarbeit. Die nehme ich mal an, aber wir machen sie später. Jeder Auftrag. Cassandra hatte gelernt, dass jeder Auftrag gut war. Illus, ein Rüstungsschmied aus Kaphelia, brauchte Wolfsfelle für den Krieg. Und er wusste, dass Cassandra sie ihm besorgen könnte. Schön. Wusste ich zwar noch nicht, aber ich mach's mal.
Verlassenes Haus. Schatz plündern, das ist ein tolles Missionsziel. Okay. Ich bin dafür, dass ich einfach mal zu dem Missionsziel reite und gucke, ob ich da richtig bin. Wahrscheinlich bin ich es nämlich. Nicht gerade nur verwirrt. Aber so ein bisschen mehr Drachmen einzusammeln ist ja erstmal nicht schädlich am Anfang. I'll sneak up on the Malakis. Wie konnte ich den jetzt nochmal schleichen? Ah. Let me go! Shut it! Or I'll tighten those ropes! She'll make good ransom drachmi for the Cyclopes. No one's gonna buy me from you. They're all poor. Keep quiet, Phoebe. So schleichen kann man auch noch, das finde ich schon mal gut und ich werde auch gleich entdeckt. Ja, so hinten, das so versteckt, dass der erste Typ schon auf mir läuft. Achso, ist noch so ein Tutorial. Der entkommt auch nicht mehr. Hey, das Gras pfeift! Ach, falscher Knopf. Achso, ich kann die Leiche aufheben, okay? Hat er mich jetzt entdeckt? Oh. Scheiße, hat er doch noch nicht. Naja, egal. Ich denke, den kriegen wir so schnell klein. Time to get Phoebe out of here. Gefangenen befreien. Okay. Ich hab sie doch. Jetzt. Okay. Are you all right? It wasn't so bad. Last time they put a cloth in my mouth so I'd stop biting. Phoebe, just be careful. You're alone now since my parents died. I'm okay. I've got you and you've got me and Marcos. We're your family, right? You'll have to be stronger than that. Don't give in! Let him have it! Got you. Again! Up! Yes, Pater. A Spartan rises as soon as they have fallen. Ready your stuff. Widen your stance. A soldier grounds themselves. Hmm? Good. Good. Approach me. That's enough, Nikolaus. The sun's going down. Time to eat, don't you think? What are we eating tonight? Tonight?
Tonight we are having baby Alexios. And what a feast he will be. No, not him. Take me instead. I'm tasty. Yes, yes, you're all sweet as honey. Now, come inside. The lamb's turning black. Here. Lay him in his bed. Yes, Pater. Sandra. You are my greatest pride. Remember that. You will bring this family to glory. Go. Worry too much. You don't worry enough. We'll be all right if we watch out for each other. Which reminds me, the thug said you should watch your back. What'd they say? They said the Cyclops put a big bounty on you. Talos the Stonefist wants you dead. Talos the mercenary? Am I ever not in trouble? Better get him before he gets you. I hear he's really mean. I'll find my way back to town. Okay. Talos the Stone Fist has just what I need today. Another broken nose. I'm going to have to take care of that. Du wirst gejagt. Kopfgeldjäger wie Talos sind feindliche Söldner, die Jagd auf dich machen, solange ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist. Normalerweise kannst du den Stift deines Kopfgeldes einfach ausbezahlen, aber der Zyklop lässt sich nicht ausbezahlen. Söldnermenü. Menü. Ah, okay. Söldner. Im Söldnermenü kannst du deine Position, die Rangbelohnungen sowie den Status und die Stärken und Schwächen aller bekannten Söldner und Kopfgeldjäger überprüfen. Da Talos einen höheren Rang hat, solltest du ihn meiden, bis du eine höhere Stufe erreicht hast und stark genug bist, um gegen ihn zu kämpfen. Okay, der ist... ich bin Stufe 1. Ja, das ist jetzt nicht so beeindruckend. Er ist... Stufe... Okay. Ah. Ja, dann erstmal nicht mit dem kämpfen. Ne? Dann treiben wir doch erstmal das Geld ein. Hallo? Ah, Sonnebergziege, das Pferd. Dein Geld kann man immer gut gebrauchen. Ah, die Sichtweite ist cool. Du musst ja anderen Inseln gucken. Off we go now. Was sind diese Adler-Symbole hier auf der Karte? Unentdeckter Ort. Ah, okay. Dann werde ich das schon noch erfahren. Ich sehe gerade, meine Katze hat irgendwas Interessantes draußen gesehen. Guck ganz gespannt auf die Straße. Stehlen geht auch. Das ist cool. Das heißt jetzt nicht, dass ich es auch gleich machen wollte. Sammy, Rhys will be at his shop. Jetzt ist es ein Walross. Ach, das kann schwimmen, das Pferd. Sehr gut. Das finde ich gut, dass das Pferd schwimmen kann. Ja, das Pferd macht komische Sachen. Ja, bei mir. Move.
Ich glaube, der wird sich gleich nicht mehr freuen, dass er ihn, dass er uns sieht. Get your boats here. Good for the whole family. Hello, Luis. Business looks good. Tell Marcos to come down here himself, if he wants his money. Huh? No, but I'm here now. Look, I was a little late paying. Now Marcos says I owe him double because of interest. I don't have it to spare. Bin ich nett oder bin ich nicht nett? Ja, es ist schon ein bisschen viel, wenn er das Doppelte zahlen soll. That's robbery. That's what I told Marcos. You know him, he's extreme. If you pay him, this will all be over with. You told Marcos I've paid enough already. I won't bow to a mercenary or to someone foolish enough to borrow money from the Cyclops. From the Cyclops? That's how he bought his vineyard? Look, I know you'd be dead without Marcos. What with him taking you off the street as a kid. But you know what he's doing is crazy. Ja, ich glaube, dann brauchen wir das Geld erst recht. Malaga. Still, that doesn't change the drachma you owe. Face it, once the Cyclops gets hold of you, you'll both be dead. Kann ich seine Waren kaputt machen? I told you, I've paid Marcos enough. Hey, stop! That's my stuff! Alright, alright. I'll pay you, just stop! Fine. The money's yours. Just leave. Pleasure doing business with you, Luis. Keep my name off your lips. I don't want the Cyclops coming after me for the debt you can't pay. Got a job to do, Cassandra? Ja. Ich denke schon. Hier los. Ah! Die ringen miteinander. Okay, cool. Ach, das ist Pettler? Und er hat nur gerade Geld gekriegt. Okay. Das sind schon immer noch die schön ganz nette Details hier in der Welt. Und sieht doch einfach schön aus. Tempel des Zeus. Schön, dass es auch richtig bunte Malereien sind. Also, so wie es ja wahrscheinlich auch war. Ach, das ist die Odyssee. Zumindest ein Teil davon? Ich glaube, die Bilder wiederholen sich hier immer wieder. Ja, nicht ganz. Mighty Kefalus, I entreat you, send us a champion, someone worthy of your mighty spear. Help your priestess in her hour of need. You called? Oh, Cassandra, you startled me. Why are you looking for a champion? I need someone worthy to win the spear of Kefalus. I've been deciphering some of the sanctuary stone carvings. They say the spear was hidden in the caves beneath Kefalonia when the temple was built. You could get it for me, couldn't you? I can give you a reward. Oh, das machen wir doch mal. If the spear is in the caves, I'll find it. Well, maybe you were sent by Kefalus. Wozu brauchst du den? Why do you need a spear? Not thinking of becoming a soldier, are you? Of course not.
But think how many people will come to the shrine if we have the Spear of Kefalus. With their donations, I could do so many things. Repair the sanctuary, feed the hungry families in Sami. Kefalus had a spear? Cassandra, surely you've heard this story since you were a child. I didn't have much time for stories. Well, perhaps you didn't. But you know Kefalus founded Kefalonia and started the line of Odysseus. His spear was a gift from the gods. It was said never to miss its target. He must have hidden it in the caves after killing his wife with it. He threw a spear that wouldn't miss at his wife? He was hunting and heard her in the bushes. He thought she was a deer. It's a sad story. Sounds dangerous. Well, only if you throw it at someone. So, where is this spear? Apparently, it's hidden deep in the caves beneath Kefalonia. There's an entrance north of here. Maybe you can try that way first. That's not much to go on. You have so little faith in the gods. If Kefalus means for us to have the spear, you will find it. I'll see what I can find. Oh, thank you. I'll prepare a spot in the sanctuary. Ikaros. Nicht verfolgbares Ziel, was auch immer. Ah, okay, das zeigt er mir an, der kleine Vogel. Ich bin mir noch nicht sicher. Es könnte aber schon auch ein Adler sein von der Musterung her. Es soll halt immer ein Adler sein. Ja. Ja. Es gibt auch sehr kleine Adler. Gerade im Mediterran. Ja, das ist es halt, ne? Es sieht nicht so ganz brettförmig aus wie so ein Adler. Nee. Der Schwanz ist richtig busartartig. Normalerweise nehmen die ja schon Zeichnungen und so als Vorbild, also. Ja, sollte es immer einer sein. Aber den alten, wo ich gespielt habe, hast du es meistens. Da konnte man es eh noch nicht erkennen, weil die Grafik noch nicht so gut war. Nee, in den alten Teilen gab es den Vogel ja noch gar nicht. Da hattest du immer nur diese Adlervision. Ja, und die halt um die Türme rumgeflogen sind. Die meinte ja, ich. You're running out of time until the Cyclops comes for you, Malaka. He wants his money. Could I have an extension? When he sails back to Kefalonia, he'll come and break you as soon as he docks, if you don't get it. Now, let's be civil. You can't hide behind your glories, Mystios forever, Marcos. He'll kill you, the mercenary, and that little runt girl that hangs around. Of course, not a problem. I'll get the drachmi. Good. Or I'll come and watch the Cyclops feed you to his goats. Ah, Cassandra, I can tell from the smile on your face, Duris has paid you your drachmi. Who's smiling? I just heard where you got the drachmi for the vineyard. Are you out of your fucking mind? We can get the money back, can't we? I'm sure it's possible. Naja, wir können es ja versuchen. It will take a lot of work. And even then, I'm not sure. We have no option but to try. Then you'd better be willing to help. I won't do all the dirty work. I long for the old days. Remember them? They were simple. You had nothing, young and alone. And I had everything. And I gave you the world, Kefalonia, in the palm of your hand. Alexios!
don't see fishes like you every day, huh? Oh. Ha. You hungry? How about we make a deal? I do something for you. You do a few things for me. Everybody wins. Best offer you're gonna get. Huh? Think about it. Wait! Kefalonia. Some gift. You were nothing without Marcos. And look how far we've come. From an orphan on the streets to a Mistios with a Havel. And now the Cyclops will take everything away. I can't protect you from him forever. He'll kill me too. Oh, don't be scared of him. And look at you. How could I go up against him? With what weapons? A rusty spear? A broken bow? There you are. Skulking around the temple won't save you from me, Marcos. Drusilla! I was just talking about you. You were? I need that wood, Marcos. These new bows will be the talk of the island. I can't make anything with those bandit Malakis stopping the wood shipments. Of course you can't. Why, I was just filling my friend Cassandra in on the details. She already has a plan to deal with these bandits. Oh man, der lässt einen ja... Er verstellt einen vor vollendete Tatsachen. She's the silent but deadly type. I don't care who does it, but someone better got those bandits today. A wonderful idea. I, for one, need to rush home. Cassandra, I've cooked up a plan for our Cyclops dilemma. See me when you have time. If you want your wood, you'll have to fix my broken bow first. I usually only pay when the deed is done, but shit's moving at a snail's pace. Follow me. These bows will make me rich as Chrysos. They're that good, are they? War's brewing. The Athenians need good bows if they want to hold off the Spartans. Everybody benefits, I guess. Who are you? Marcos? You should be tired of this small-time shit. You'd make a fortune in this war. Plus, I hear you're a secret Spartan. That was a long time ago. I'm a Kefalonian. Hand it over. Also. There you go, good as new. That bow is as strong as Heracles himself. Give it a try. Shoot your so arrow wirklich, at those dummies. Was mit ihrer Familie passiert, das wissen wir ja noch gar nicht. Sie ist ja nur irgendwie mit dem Boot hierher geflohen. Und ich glaube, sie kommt wirklich aus Sparta, so wie ihr Vater mit ihr geredet hat. Ich bin ein Level aufgestiegen. Oh Gott, da muss ich mich entscheiden, ne? Überrennen. Renne schnell durch Gegner hindurch, wirf sie um und richte 250% Kriegerschaden an. Der Spartiatentritt. Natürlich muss der drin sein. Ein legendärer Tritt, der das Ziel zurückstößt und 160% Kriegerschaden anrichtet. Das Ziel wird nicht getötet und kann im Anschluss angeheuert werden. Moment, das Ziel wird nicht getötet und kann angeheuert werden? Also wenn ich mir das Video so angucke, der ist tot. Also wenn er den Sturz überlebt, dann ist er ein Gummibär. Bündeln in deinen inneren Kräfte, um einen mächtigen Angriff zu entfesseln, der vom verwendeten Waffentyp abhängt. Stößt Gegner zurück oder durchbricht ihre Deckung. Der Schaden durch Attentate und Niederschläge wird um 20% erhöht. Gegner werden nach einem Attentat automatisch geplündert. Für 15 Sekunden richten Nahkampfwaffen und Standardpfeile Giftschaden an. Wenn die Giftanzeige deiner Gegner voll ist, werden sie vergiftet. Die Vergiftung verursacht eine Zeit lang Schaden und schwächt Rüstungs- und Schadenswerte des Gegners. Beschwöre Athenas Weitsicht, um alle Geheimnisse zu offenbaren, inklusive truhende Geheimgänge im Radius von 15 Metern. Alle Gegner in der Nähe werden erfasst. Ich glaube, ich würde verschieße 3 Pfeile gleichzeitig, jeweils 100% Jägerschaden anrichten. Zoom, um einen Pfeil zu verschießen, der 430% Jägerschaden anrichtet und 25% weiter fliegt. Halt die linke Maus, um den Pfeil in der Luft zu steuern, statt ihn aufzuladen.
Zeit verlangsamt sich für bis zu 5 Sekunden, wenn du von Gegnern erfasst gesehen wirst. Gezielte Pfeile erfassen den Oberkörper des Gegners und richten 100%, 50% Jägerschaden an. Ach, hier kann ich auch noch Fähigkeiten auf freischalten. Ich mach mal erstmal hier Jäger, weil ich eigentlich ganz gerne Fernkämpfer bin. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, in dem Spiel alles freizuschalten. Mehrere Quests angenommen, okay. Ich und mein Holz. Nein, wir haben die Quest nicht wirklich so genannt. Jetzt habe ich das Lied im Kopf. Ihr seid scheiße. Zum Glück bin ich sehr schlecht im Singen, das werde ich euch jetzt nicht antun. Sprich mit Rosilia. Okay. Na? Jetzt. Fair is fair. Are you going to get my wood? Those fucking bandits need a thrashing. Ja, ich mach das schon. I'll fix your wood problem. Finally! Marcus sure is lucky he's got you as a scapegoat. Wo sind die denn? Any idea where these bandits are? I'm not a tracker, I'm a boyer. They're in the mountains somewhere, that much I know. I'd check close to the lumber camps. Und there's plenty of trees around. Why do you need this type of wood? I've been working on a new type of bow. It's more flexible, so it lasts longer and can fire at greater range. Only a very special kind of wood that grows high in the mountains will do. Okay, gucken wir uns mal an. Make sure that you do. And be quick about it. Ja, beruhig dich mal. I'll deal with these bandits and get you the wood you need as fast as I can. Have patience. It won't take long. Ha! If you knew how long Marcos has been feeding me excuses, you wouldn't be saying that. Ja, das ist ja auch Marcos und nicht ich. Ich vergesse schließlich nie was ich vor 5 Sekunden machen wollte. Das passiert mir nie. Was ist während des Angriffs geschehen? Das ist aber eine andere Quest, oder? Das Questsystem befordert mich noch ein bisschen. Nee, finde und untersuche die Tatorte der Überfälle. Ah, okay. Ich vergesse übrigens immer, dass ich ein Pferd habe. Ein Pferd, das sehr gut klettern kann. Here's where the ambush happened. I should look around. Ah, okay. Das ist jetzt herausfordernd. A group left this area, headed west. Ja, Geraldine. Ah, das ist ja schon sehr Witcher-artig, nur dass man jetzt nicht erst die Witcher-Sinne einsetzen muss, sondern es irgendwie direkt sieht. Was ja auch gar nicht so unrealistisch ist, man sieht's halt. Okay, einfach so den Felsen lang klettern, das ist cool. I need to sneak up on him. Ich glaube, das mit dem Anschleichen hat sich gerade erledigt.
Laufen wir doch mal lieber schnell weg. Und schauen nach, ob wir die ein bisschen auf Entfernung ausschalten können. Dieser Ihn hier, der wollte das nicht anders. Schießt ja nur auf uns. Das gefällt mir nicht. Au. Das gibt Kopfschmerzen. Ja, ich schieße schon wieder super. Better take some lumber back as proof. That old bag won't just take my word for it. Ich sammle natürlich noch hinten den Boss ein. Also nicht den Boss, sondern das, was er dabei hat. Hab mir schon mal einen Schleichangriff versaut, ihr Hundis. Ah ja, okay, Kiste. Kiste ist gut. So, jetzt zurück. Oder wie? Ja, genau. Da holen wir aber mal unser Pferd. Pferd? Hast. Okay. Bisschen blind und taub da unten. Jetzt ist das auf jeden Fall. Einfach nichts mitgekriegt davon, dass ich seine Freunde umgehauen habe. Wie kann man das nicht mitkriegen, dass alle Freunde von einem verschwinden und der Kampf ist Lärm und... Naja. Der hatte vielleicht auch einfach keinen Bock. Er hatte auch Angst. Ich weiß es nicht. Jetzt ist er... ruhig. Hat ihm auf jeden Fall nicht viel gebracht, sich nicht in den Kampf einzumischen. Pferd? Ah. Phobos, away! Was ist schon wieder los? Achso, Hund. Okay, kann man vom Pferd aus kämpfen? So nicht. Da läuft das Pferd einfach weg. Okay. Okay, ich muss langsam aufhören zu streamen. Ich bin ziemlich müde gerade. Oh, look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows you're making had better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone to. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word.
Then take your pay. Give none to Margos. Nee, der kriegt doch nichts ab. Da habe ich viel besseres vor mit. Ich und mein Holz. In den Fußstapfen der Götter. Oh, wir haben genug Wolfsfälle gesammelt. Das ist auch gut. Können wir den auch noch gleich abschließen, den Quest? Das sind auch nur 80 Meter da hinten. Dann machen wir das. Was war das für ein Quest? Söldnerarbeit. Okay. Sammy. I wonder if we'll be able to leave without getting into a brawl. Oh, my kidding. This place never changes. Das bezweifle ich. Irgendwann ändert sich alles. Boah, meine Fresse, ist das schön. I should have known it was you who'd ask for the furs, Ilos. And I should have known it was you to get them for me. Cassandra's always on the job. Don't tell Marcos, he'll get jealous. I posted publicly to give the others a chance, but you're always so keen. What are the pelts for this time? The Athenians want armor for the war. Good protection for them, good drachmi for me. Here they are, all accounted for. In record time too. Take your pay, it's well earned. Stay out of trouble, Lilos. You should take your own advice. Okay, das ist jetzt nicht, der ist voll euphorisch, dass wir den Auftrag erledigt haben und ja, du machst jeden Auftrag und die vorher den Auftrag verteilt hat, die war ja jetzt nicht so begeistert und hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das erledigen, also offenbar sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen an uns und du kannst da nicht durchlaufen. Tut mir ja leid, Kleiner, aber... Ja, gut, jetzt hat er es kapiert. Den Fußstapfen der Götter. Genau, machen wir den Quest als nächstes. Das war... Na, Mizi? Was ist los? Ja, ich mache aber auch nicht mehr lange. Ich bin jetzt irgendwie auch müde geworden. Ja, ich weiß. Schlaf gut. Ja, ich wollte noch einen Speer holen für die Priesterin, um dann recht zu Ende. Bis jetzt gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange es das durchhält, weil es ist echt... Eine riesige... Das ist ja wirklich ganz Griechenland. Also... Wow. Die Karte ist echt groß. Ah, okay. Oh, muss ich... Ja, dann? Ich dachte, die Assassinen gibt's noch nicht. Können wir schon den Sprung machen. Ja, ich würde das gerne durchsuchen. Oh, Quallen. Kampfklinge Stufe 5. Ich hoffe, die Quallen sind nicht giftig. Ja, da ist er sich wohl ins Netz... Oh, der ist nicht ins Netz... Ja, er ist... Ich würde sagen, er ist den Zyklopen ins Netz gegangen. Und der hatte dann eine schwere Last auf ihn aufgeladen. Und davon hat er sich nicht mehr so schnell erholt. Griechische Welt, bodenloser See. Es gibt einen See an der Küste der Kolidalia, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau aus Marmor, wirst du mich finden können, okay? Finde und beschaffe den Speer. Das habe ich ja offenbar noch nicht geschafft. Ich dachte, habe ich gerade den falschen Quest gemacht? Ja, also wir sind auch jetzt auf dieser Insel und das ist der Rest.
Das wird mich eine Weile beschäftigen, das Spiel. Ah, hier geht's weiter. Eine Fackel wäre von Vorteil. Cassandra, was machst du da für Sperenzchen? Nicht klettern. Schwimmen. Geht doch. Noch ein bisschen dunkel hier. Ein bisschen sehr dunkel. Noch tiefer rein. Ich hoffe, der Sauerstoff reicht. Warum leuchten die Korallen so? Steuerung ist irgendwie mit der Tastatur gerade nicht so der Hit. Sind schwer hier gerade zu halten. Eisenbrocken, okay, dafür bin ich jetzt aber nicht hierher geschwommen. Wir sollten auftauchen. Es wird sonst langsam eng. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich kann erst da hinten auftauchen. Ja, oh Gott sei Dank. Das war jetzt ein bisschen knapp. Aber ich bin ein bisschen verwirrt, wo jetzt unser Quest ist. Was? Kephalos der Cassandra? Okay, ja. Finde und beschaffe den Speer. Itaka ist schon die nächste gegenüberliegende kleine Insel, okay. Dachte wirklich, wir könnten hier einen Speer finden. Abgesehen von diesem Herrn hier, der nicht allzu viel Glück hatte, habe ich hier keinen Speer. Ich kletter mal wieder raus und guck, was ich dann sehe. Wahrscheinlich nicht mehr in Erinnerung, was genau die Priesterin gesagt hat, wo der ist. Die Fußstapfen der Götter, ja okay, da muss er wohl da drin sein. Oder zumindest irgendwo in der Nähe. Wir haben es jetzt auch noch nicht so weit geschafft in die Höhle rein.
schauen mal, ob wir noch mehr finden, wenn wir hier lang tauchen. Also ich probiere es einfach nochmal. Ich bin mir sicher, ich habe was übersehen. Oder weil ich so lange getrödelt habe, bin ich einfach nicht so weit gekommen, weil der Sauerstoff dann nicht mehr gereicht hat. Okay. Das sieht doch aus, als wären wir hier auf dem richtigen Weg. Brauchst du Licht? Ich habe scheinbar noch keine Fackel. Die hätte ich mir vielleicht mal besorgen sollen. Ach, wir sehen aber auch so genug. Ist tatsächlich ziemlich hell in der Höhle. Okay, Banditensperrgebiet. Den verstecken wir mal im Gras, dass ihn hoffentlich keiner von seinen potenziellen Freunden hier findet. Den Speer gefunden. Sehr schön. So, ganz nebenbei noch zwei von den Banditen. Ey, der bleibt hier. Der hat kein Ticket gekriegt, um in die Oberfläche zurückzukehren. Okay. Ich sehe jetzt aber nicht, dass da oben irgendwo Licht ist. Also glaube ich auch nicht, dass wir... Oh, hier vielleicht. Wir über den Weg hier hätten rausfinden können. Steuerung ist echt nicht so der Hit. Mit der Tastatur, weil ich da ständig mit Shift schneller schwimmen will, aber mit Shift taucht man eigentlich auf in dem Spiel. Das ist ein bisschen blöd. Ah, mit Leertaste schwimmt man schneller, oder wie? Kletter. Ein schön kleiner Kletteraffe hier, Cassandra. Das könnte ich nicht. Habe ich auch nie gekonnt. Das ist ja früher gern geklettert. Oh, das sieht schön aus. Mit der Blick auf den kleinen Dorf. Das ist schön. Ein bisschen Urlaubsfeeling. Ich hatte so lange keinen Urlaub mehr. Wer bist du denn? Ich wollte ihm raus. Ich wollte ihm doch nur einen schlafen legen und nicht gleich umbringen. Ich glaube, das war die Wache. Naja. Tut mir leid. Berufsrisiko. Berufsrisiko ist einfach plötzlich eine Frau vorbeikommt, eine so viel Fresse gibt und ihn dann absticht. Das ist einfach. Gehört einfach dazu. Aber ich glaube, hier mache ich dann mal Schluss für heute. Danke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Achso, gedrückt halten für Speichern. Kann's auch übertreiben. Tschüss.